Hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Paragraph-Aktionscoach, Diplom-Psychologe. Und genau, mein Programm findest du auf liebeschipp.de. Und ja, heute haben wir mal drei Mails, von ich eine werde ich jetzt richtig beantworten und aus den beiden anderen nur einfach zwei Fragen irgendwie. Wenn du auch Fragen stellen willst, kannst du ein Formular auf liebeschipp.de machen. Und folgt mir auch gerne auf Instagram, TikTok bin ich so aktiv, Twitter auch nicht so, aber naja, und lass mir gerne ein Like da oder eine Kanalmitgliedschaft, kannst mich auf viele Arten unterstützen. Machen sich ja nicht von selbst die Videos. Genau, hallo Christian, ich verfolge deinen Kanal schon seit 2018. Er hat mir nach Ende meiner zweijährigen toxischen Affäre gerettet. Ja, also Thema ist, wenn du dich an deine eigenen oder Regeln nicht hältst, was zugegebenermaßen schwierig ist. Also da werden wir uns, darum geht es in dieser Mail, dass man sich so bestimmte Regeln setzt und obwohl man es eigentlich weiß, die nicht anwendet. Das ist in dieser Liebeschip-Arbeit wirklich unglaubliches Problem und geht es auch hier wieder drum und dann sich wundert über die Konsequenzen davon so, ne? Aber ich meine, das gehört zum Weg dazu, das muss man sich immer wieder klar machen. So, dieser hat mir die Augen über mein Bindungsmuster geöffnet. Seitdem höre ich deinen Podcast und habe ein paar Kurse gemacht. Daneben habe ich einige Monate ein Coaching zum Thema Beziehung und Partnerwahl. Zu meiner Person, bin in den 40ern, Kinder, zweimal geschieden, beide Ehen liefen insgesamt einige Jahre. Mit beiden Ex-Männern habe ich ein gutes Verhältnis wegen der Kinder. Nach dem Ende meiner zweiten Ehe bin ich in eine Affäre mit einem verheirateten Mann gerutscht, der die Affäre nach 6 Monaten überraschend beendet hat, weil ich ihm die Pistole auf die Brust gesetzt hatte und er sich nicht trennen wollte. Danach war ich 2,5 Jahre in einer toxischen On-Off-Affäre, die ich auf Tinder kennengelernt habe und der, obwohl er Single war, keine feste Beziehung mit mir wollte. Das habe ich ja noch nie gehört. Gibt es solche Leute auf Tinder? I'm shocked, really. sodass ich immer wieder versuchte, Schluss zu machen und nach ein paar Wochen wieder ankam. Hab mich sehr als Pluspol erkannt. Ich habe die Affäre dann vor ein paar Jahren in einem Supercrash beendet, nachdem er hinter meinem Rücken noch eine Affäre mit einer 25-jährigen Frau anfing. Sowas passiert einem auf Tinder. Ich kann das gar nicht glauben. Kein Commitment. Kreuz und quer, sowas gibt's oft. Nicht zu fassen, nein. Mit deinen Kursen habe ich mein Leben umgestellt, habe angefangen, spezielle Sportkurse zu machen, bin in einen tollen Sportverein gekommen, was mir sehr viel Spaß macht und in diesem Verein fühle ich mich sehr wohl. Mein komplettes Umfeld hat sich nach und nach komplett ausgetauscht, einige Freunde mussten gehen. Ja, das passiert eigentlich immer. Also sehr gut, prima. Soweit, so nice, geil. Leider habe ich, jetzt kommt halt wieder, im Verein wieder eine Affäre mit einem verheirateten Mann angefangen. Also das muss ich mal wieder, also das ist halt, man erkennt etwas, man beschließt sich was zu tun, man guckt meine Videos, man kauft die Kurse, wo wirklich, und immer noch, da bist du jetzt auch wirklich nicht allein mit, also ich verstehe das schon, hakt es dann daran, dass man es einfach nicht umsetzt, man setzt es einfach nicht um, weil es ist, glaube ich, überall sage ich, keine Dreiecke, ne? Ich sag's gerne auch nochmal, keine Dreiecke. Und ich sag gerne, habe ich glaube ich schon in ganz vielen Videos gesagt, wenn man nur eine Sache aus meinen 1500 Videos, aus meinen 20 Kursen, aus all dem Material, wenn du nur eine Sache, nur eine einzige verfickte Sache umsetzen würdest, sage ich euch allen, dann keine Dreiecke. Und das ist immer wieder, also das ist auch, wo ich manchmal denke, ich gehe in Rente, wirklich, wo ich manchmal wirklich denke, ich kann das nicht mehr, weil jede zweite E-Mail ist eine Dreiecks-E-Mail. Woran liegt das? Ich weiß es nicht. Also klar, man kann jetzt sagen, ja, wir haben 2 Sexualstrategien, eine hängt auch mit Fremdgehen zusammen, aber es ist abgefahren, dass man das immer wieder macht, immer wieder, ne? Und auch du jetzt, ne? Ich kenne das von mir natürlich auch, als ich damals meinen Weg gegangen bin,
dass man immer wieder, ach nee, ich probiere es nochmal, ich probiere nochmal mein toxisches Beutemuster. Also ich verstehe das schon absolut. Nicht, dass ich jetzt falsch verstehe, aber das finde ich den irrwitzigen Punkt. Ne? Und das macht es auch, hat es auch Gemeinsamkeit mit vielen Süchten. Deswegen sage ich auch mal Liebessucht. Man weiß es eigentlich und macht es immer wieder. Ne? Und nur eine Sache muss ich dich jetzt auch alle darum bitten, ihr dürft, ist okay, wenn man es weiter macht, ist okay, wenn man sozusagen rückfällig wird. Ich meine, es gibt viele Gründe, auch an viele andere Gründe, nicht nur Liebeschip-Gründe, warum man keine. Ich meine, es gibt ja auch eine Ex-Frau, die da, das Ex-Frau, sag ich schon, eine Ehefrau, die da betrogen wird. Also es gibt viele Gründe, warum man das, glaube ich, echt nicht tun sollte. Wenn man es weiter tut, darf man sich nicht wundern, wenn du immer die gleichen Ergebnisse erzielst. So, ne? So. Ja. Der sich, jetzt in diesem Fall hat sich der Mann aber nach 3 Monaten hat sich von seiner Frau getrennt und siehe da, ich bin komplett in den Minuspol gerutscht, weil er vom starken, coolen Sportler und coolen Statusmann zur hinterherlaufenden, pluspoligen Klette mutierte. Ja, das ist, was ich immer wieder sage, diese Dreiecke haben in aller Regel keine Zukunft, weil, also nehmt euch das, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, Leute, was soll ich noch machen mit diesen Dreiecken, das macht mich einfach wahnsinnig, wirklich. Es funktioniert einfach nicht, selbst wenn sich der Partner bekennt, ja, läuft es immer noch nicht, weil es einfach nur um Drama geht, es geht nur um Action, vielleicht Bindungsangst auszuleben. Ich erinnere nochmal an mein bahnbrechendes Video, das bindungsängstliche Dreieck, das habe ich schon vor, ich glaube schon 2018 gemacht. Google es gerne mal, wo ich das alles beschrieben habe, ne? Warum und ja, das und damit muss man aufhören. Wenn du andere Ergebnisse haben willst, musst du damit aufhören. Es wird auch das nächste Dreieck nicht funktionieren, ne? Aber gut, dazu hat er mich dauernd belogen. Passiert auch ein Dreieck nicht. Eine von ihrer Affäre von ihm rief mich an, er leugnet etwas mit ihr zu haben. In der Öffentlichkeit stand er nicht zu mir. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich weiß manchmal wirklich nicht mehr, was ich sagen soll. Und dann mache ich mal ein anderes Video, was ja auch super gut geklickt worden ist. Also Gruß an die neuen Abonnenten hier mit Julian Zietlow. Und dann schreiben viele Leute, warum machst du nicht in jedem Video das Gleiche? Es ist nicht möglich, Leute. Man hält es. Doch, ich halte es aus, wenn ich auch mal andere Videos mache. Ich mache es ja auch gerne. Aber ich kann nicht immer das Gleiche machen. Es geht nicht. Ich brauche auch mal irgendwas anderes machen in diesen Videos. Und es wollen ja auch mal neue Leute, was ja auch passiert, auf den Kanal kommen. Und ich habe auch mehr Interessen als immer nur, ja, soll ich mal sagen. Also ich habe breite Interessen und das wird mein Kanal auch reflektieren und wenn euch mal ein Video nicht gefällt, dann klickt doch einfach drüber weg, mein Gott, ey, dann guckt euch das nächste wieder an, ich höre nicht auf damit und das, ja, kann ich mir mal nicht verstehen. Gut, aber das dazu. Ich zog den Schlussstrich nach unzähligen und Offs, stalkte, ist einfach immer das Gleiche, Leute, ist immer das Gleiche. Macht da so, seitdem 1,5 Monate habe ich mich vom Dating komplett zurückgezogen, gut. Mache deine Kurse und ein Coaching, bin als Single sehr glücklich. Durchgängig Pluspole kommen bei mir immer an, aber die ich unmännlich finde und keine Anziehung verspüre. Sind immer noch die großspurigen Player, die ich anziehend finde, die ich aber meide. Verheiratete bekommen sofort einen Korb. Gut, nur meine Frage. Ich möchte schon wieder einen Partner, interessiere mich aber für niemanden. Wie kannst du das erwarten, nachdem du noch vor 1,5 Monaten dein altes Beuteschema bedient hast? Das kannst du einfach nicht erwarten. Ne, das wird auch in noch 1,5 Monaten nicht passieren. So, ne? Du musst jetzt schon Datingpause machen, mal ein halbes Jahr und ja, das mal aushalten. Ja, dann gefallen dir halt andere Menschen noch nicht. Du wirst irgendwann andere Menschen daten müssen, wenn du andere Erfahrungen machen wirst. Also, da kommst du nicht drum rum. Aber noch Nothing Beats zur Fantasy. Ne? Noch bist du in Fantasyland und man kann da nicht nach 1,5 Monaten was anderes erwarten. Deswegen ist mein Programm auch so sehr auf bestimmte Verhaltensweisen ausgerichtet, weil ihr kommt ja gedanklich, kommt man da irgendwann nicht mehr weiter. Man muss es einfach tun. Man muss es tun oder lassen. Man muss bestimmte Dinge einfach lassen. Und
Und wir dürfen als Mensch natürlich immer das Gleiche wieder machen, habe ich ja beim Julia Zietlow-Video auch gesagt, aber dann wirst du immer die gleichen Ergebnisse erfahren, so, ne? Online-Dates sage ich immer ab, weil ich 1000 Gründe finde, warum ich da nicht hin will. Ja, warum, ich weiß ja nicht, welche Kurse du hast, aber warum machst du nicht Modul 2, die Datingpause? Wendet das Wissen da auch sklavisch an? Also das sage ich immer wieder. Größte Fehler, der mit meiner Arbeit gemacht wird, ist, dass sie nicht zu 100% angewandt wird. Dass sie nicht einfach ganz stumpf gemacht wird. Ne? Und wie gesagt, ich verstehe das. Also als damals um meine Datingpause ging, habe ich mich auch um Händen und Füßen gegen gewehrt. Aber ja, es braucht manchmal Zeit. Aber ich habe auch gesehen, dass ich muss einfach das Programm, was auch mir damals auferlegt worden ist, musst du einfach machen. So, ne? Und sonst erlebst du keinen Fortschritt. Ne? Also einen gedanklichen Fortschritt schon, aber nicht unbedingt im Außen. So, ne? Männern, die Interesse zeigen, nerven mich. Ja, ich hoffe, du hast auch mal in Bindungsangstkurse reingeguckt. Selbst Küssen von SEX, ganz zu schweigen, kommt außerhalb von Beziehungen nicht mehr in Frage. Sehr gut. Dabei bin ich vorher das Gegenteil gewesen. Du kannst das nicht erwarten, dass es in anderthalb Monaten sich ändert. Ne? Wie baue ich meine Mauern ab und traue mich wieder, mich jemand heranzulassen? Mach stumpf mein Programm weiter und kümmere dich mal ein halbes Jahr nicht um Dating, nicht um Flirten, kein SEX, keine anderweitigen sexuellen Stimulationen. Einfach auf Null stellen mal alles. Und dann weiter an dir arbeiten. Ich weiß nicht, welche Kurse du jetzt hast. Mach das Programm weiter. Guck mal, mach Bindungsangst. Und dann wird sich schon was tun. Ganz bestimmt. So, dann, genau, hatte ich ja gesagt, noch in der zweiten Mail war eine Frage. Die passt da auch zu. Ging auch wiederum alles schwierig, alles schiefgegangen. Vielleicht lese ich die auch ein andermal nochmal vor. Und die Frage war mal letzten Endes, auch immer wieder die gleichen Erfahrungen gemacht, immer wieder die gleichen Sachen auch gemacht. So. Und die Frage war unter anderem, wie komme ich mit diesen unterschiedlichen Informationen von Verstand und Gefühl klar? So, ne? Also wenn das Gefühl sagt, ich finde das aber gut und der Verstand sagt, du solltest das aber nicht tun. Also es passt auch zu dieser E-Mail hier, die ich jetzt gerade vorgelesen habe. Ne? Der Verstand sagt, keine Dreiecke, aber das Gefühl sagt, Dreiecke sind aber so unfassbar spannend. So, ne? Ja, es ist letztlich ein Thema von Standards und Dealbreakern mit sich selber. So, ne? Also die Frage war, wie kriege ich das hin, dass mein Gefühl mit meinem Verstand in Einklang ist? Die Frage ist in sich falsch gestellt, weil das kannst du nicht erwarten, wenn du dein Liebeschip umprogrammierst, dass dein Verstand mit deinem Gefühl im Einklang ist. Und was du machst ist, ich würde mal gar nicht sagen Verstand gegen Gefühl, sondern was du sagst, du hältst dich an deine eigenen Standards und Dealbreaker, die du mit dir selbst hast. So, ne? Und das wird einfach gemacht. Und wenn du mit dir eine Absprache hast, keine Dreiecke mehr, dann wird es einfach gemacht. Egal, es ist doch nicht mal völlig wurscht, was der Verstand dazu sagt. Du hast die Entscheidung getroffen. Du hast sie für dich, für dein Leben für richtig befunden und dann wird sich dran gehalten. Fertig, ne? Und was da ob die Emotionen da mal ein bisschen verrückt spielen, spielt keine Rolle. So, ne? Also insofern würde ich mal sagen, du ziehst dich zurück auf, wenn man mal an dieses innere Team denkt, auf dein Oberhaupt. So, ne? Auf dein Oberhaupt und lässt nicht mehr innere Kinder oder innere Jugendlichen die Show steuern, sondern du sagst so, das Oberhaupt haut jetzt mal auf den Tisch und es wird jetzt einfach gemacht. Es werden einfach keine Dreiecke gemacht. Fertig. Ende Gelände, aus die Maus, Schluss mit lustig. So, ganz easy. So, und die dritte Mail. So, da wird geschrieben, dass, fasse ich jetzt auch einfach kurz zusammen, dass dir die Arbeit so gut tut und dass du Podcast 363 so oft gehört hättest. Muss ich mal gerade gucken, welcher das war. So geht Dating-Analyse, genau. Und glasklar erhellend, sie räumen auf an mir, habe schon überlegt, ob ich die irgendwie zusammenschneiden könnte. Wäre das nämlich meine Idee für dich, so Aussagen, ich möchte nicht sagen Anleitung, für bestimmte Situationen zur Verfügung zu stellen. Einfach zum immer und immer wieder hören. Mit Tat und tut das so gut.
Das gibt's schon längst. Das sind die Kurse, ne? Also, ich meine, ich bin um Verständnis. Also, ich verbringe wirklich einen Großteil meiner Zeit damit, umsonst Content zu produzieren. Und ich kriege, also ich kann das verstehen und danke fürs Lob. Aber ja, am irgendeinem Punkt muss man auch einfach mal sagen, ich nehme jetzt mal die 3,50 Euro in die Hand und kaufe mal so einen Dreckskurs, ne? Sage ich schon fast. Und das wird nicht passieren, dass ich alles umsonst hier mundgerecht präsentiere auf YouTube. Ich mache das schon mehr als die meisten. Und aber letzten Schritt kann ich euch nicht abnehmen, weil ich meine, irgendwie muss die Party ja auch laufen. So. Und das gibt es ja, aber dafür muss man dann mal ein paar Euro in die Hand nehmen und in seine eigene Entwicklung investieren. So ist es halt. In diesem Sinne, was denkt ihr zu all dem? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Danke auch für die vielen, die sich dieses Julian Zietlow-Video gewünscht haben. Ich freue mich immer, wenn sich macht das weiter. Auch wenn ich nicht jeden Wunsch umsetzen kann. Wenn ihr auch mal so Wünsche out of the box habt, freue ich mich sehr drüber. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.